Hallo, herzlich willkommen zurück. Das ist Twilight Princess HD, ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Ich habe gerade nachgelesen, wir müssen dem Typen 1000 Rubine spenden. 1000, bitte. Bis der uns ein Herzteil gibt. Das ist, glaube ich, das teuerste Herzteil der Welt. Aber machen wir es, wieso nicht? Wir bekommen sicher nochmal die Chance. Also zumindest habe ich das bei spieletipps.de nachgelesen. Hashtag unbezahlte Werbung. Ja, wir haben in der letzten Episode fast ganz Hyrule hier abgesucht und haben aufgrund des Suchens, also abgesucht, wir haben Agnete gefunden, denen haben wir einige Insekten gebracht, dadurch haben wir auch einen Arsch voll Geld bekommen. Daher ist es jetzt halb so tragisch, wenn wir jetzt quasi fast alles ausgeben. Ich glaube, wir geben auch fast alles aus. Soweit ich das sehe, glaube ich, haben wir gerade so genug. Gerade so. Wie wir reingekommen sind, haben wir ihm schon was gegeben. Und es müsste sich gerade so ausgehen. Mal schauen, ob das hinhaut. Wenn nicht, dann haben wir halt sehr viel umsonst vergeben. Aber mal schauen. Yep, ich gebe dir Frieden in Hyrule. Das Ding ist, wieso können wir ihm nicht mehr geben? Ja, Engel der Liebe. Ja, wir haben einfach alles mal angeschaut. Wir haben eine Aussichtsplattform gefunden. Wir haben echt viel gefunden hier. Auch den teuren Laden, wo man sich gar nichts leisten kann. Und langsam, glaube ich, ruft mich schon wieder wer an. Na, Gott sei Dank. Und langsam, glaube ich, was? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall haben wir so gut wie alles hier abgeschlossen. Jetzt können wir dann zum Arzt gehen und den Arzt holen. Hoffe ich mal. Engel der Liebe, Wege gleiten, bla bla bla. Mann, Alter, ist das teuer. Bete weiter für den Frieden. Okay, jetzt wird es dann echt langsam eng. Also 1000 Rubine ist schon heftig viel. Und ich habe einmal leider 30 hergegeben. Eventuell kann mich das jetzt umnieten. Jetzt gebe ich nochmal 30 her, pass auf. Wenn es wenigstens das fünfte Herzteil gewesen wäre. Aber es waren jetzt wirklich 1000 Rubine, die wir ausgegeben haben. Dein Gebet wurde erhört. Bewahre dir unseren Körper, den der Himmel geschenkt hat. Wir haben noch 30 Rubine. Wisst ihr, was das ist? Nichts ist das. Nichts. Und ich glaube, wir werden jetzt einiges noch an Geld brauchen. Oder sollten wir es brauchen? Weil hier gibt es ja... Was ist das hier? Endlich auch hier verfügbar. Die große Star Challenge. Willst du einen Versuch wagen? Naja, schauen wir mal. Wer bist denn du? Magst du eigentlich Hunde? Ich schon. Wenn ich Knochen werfe, bringen sie ihn immer wieder zurück. Wenn du magst, kannst du auch mal mit ihnen spielen. Ja, das mache ich. Hochnehmen, aufheben. So. Mann, was machst du, Alter? Ich wollte ihn werfen, hey. Ah, du. Echt. So, ha. Was ist jetzt? Ach, egal. Gut, was ist mit euch? Ob nicht bald die Show anfängt? Der Showmaster ist einfach toll. Ich kann es kaum erwarten, ihn endlich live zu hören. Hat er nicht gesagt, er will uns alle abzocken? Macht da mal bald jemand auf. Schauen wir mal. Was hier drinnen gibt, würde mich sehr interessieren. Hm, 10 Rubine, das geht. Dann los. Ich glaube, da brauchen wir dann die Greifhaken dafür, oder? Kann das sein? Ja, wir brauchen die Greifhaken dann später. Ich glaube, da haben wir so keine Chance.
Ja, mit den Greifhaken wird's gehen. Definitiv. Schade, ja. Ja, so geht sich nichts aus. So geht sich nichts aus. Gern geschehen. Die 10 Rubine sollst du haben. Lächerlich. Sobald wir die Doppelgreifhaken haben, kann er scheißen gehen, der Typ. Ich weiß, es ist hart ausgedrückt. Aber so ist es nun mal. So. Agnete, da waren wir ja schon. Dann Giovanna, das ist die Wahrsagerin, genau. Was ist jetzt eigentlich beim Südtor? Ich möchte mir mal das Südtor ansehen. Und wir sollen ja einmal mit den Ältesten reden, soweit ich weiß. Weil sonst kommt der Papa nicht zurück. Das ist das Südtor, Ebenen von Hyrule. Ist ja witzig. Was machen wir mit diesen Teufeln? Hey. Irgendwie muss man die aufdecken können, aber das können wir halt wahrscheinlich noch nicht. Oh, eine Truhe. Wie komme ich da ran an die Truhe? So mal wohl eher nicht. Da war ein Stasis, ein Kryo-Modul, super. So wie man es ja kennt. Von Breath of the Wild. Gut. Jetzt wissen wir auch, was das Südding hier macht. Dann ab zum Arzt. Ich glaube mal ab zum Arzt, genau. Da bei Giovanni kann ich ja noch nichts machen irgendwie. Da komme ich nicht rein. Brauche ich jetzt dann Hunde oder was? Schauen wir mal, was der Arzt will von uns. Wo ist er denn, der Arzt? Der war doch hier gerade vorher noch. Oder nicht? Tür ist verschlossen. Wer schaut immer zu her? Wo ist ein Mann, der immer zu her schaut? Der? Das mag ich nur sagen. Siehst du es nicht? In da drüben meine ich. Aber wo ist jetzt der Arzt? Den habe ich doch vorher hier gesehen. Ach, so ein Scheiß. Was ist jetzt eigentlich mit dem Osttor? Da gab es doch auch was. So, und jetzt da sammeln wir wieder langsam Rubine. Wo geht's denn da lang? Geht's da Richtung Eldin? Kann das? Nein. Moment. Wo geht's da? Ich krieg einen Anfall. Moment, ganz kurz. So. Lassen wir das mal. Jetzt muss ich wirklich schauen, wie komme ich zum Arzt? Wie kann man die Viecher umnieten? Ich weiß es nicht. Fragen über Fragen. Gehen wir jetzt doch mal zu Thelmas Wirtshaus. Gar nicht mehr so geschäftig hier. Ist es, weil es Nacht ist? Es kann sein. Es wäre uncool. Oder säuft er sowieso bei Thelma? Oh, was redet ihr da? Hast du ein wenig Zeit und kennst du einen Mann namens Giovanni? Weißt du, seine Geliebte hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Wahrscheinlich mal wieder nur ein kleiner Streit unter Liebenden. In letzter Zeit passieren nur seltsame Dinge.
Manche Leute sagen schon, das liegt an Dämonen, die ihr Unwesen treiben. Die Geschichte ist mittlerweile fast schon so etwas wie eine Legende in dieser Stadt. Und du bist die... Du bist die Geliebte? Nein, wer bist du? Okay, gehen wir mal da runter. Schauen wir, was passiert. Ilia. Wir kommen. Genial. Mega geile Inszenierung mal wieder. Das haben sie halt wirklich drauf in dem Spiel.
So, und jetzt über die Brücke. Ladies, ich mag das. Ich hoffe es halt. Diesmal hat der Sack Schilder an der Seite, da können wir ihn so nicht erwischen. Upsi. Sollen wir es nochmal versuchen? Na komm. Irgendwie klingt es so, als würde da noch was auf uns zukommen. Okay, ich sehe da schon was. Nein, gibt's doch nicht. Hey, die brennen. Was? Lösche es mit dem Sturmboomerang. So, machen wir mal das Tor auf hier. So, jetzt geht's halt quer übers Feld. Er gibt sie nicht. Wieso treffe ich nichts? Ich treffe nämlich nichts. Alter! Ist das schwierig. Scheiß Bewegungssteuerung, dreckige. Ich hasse sie wie die Pest. Aha. Welches Pferd läuft im Kreis? Ich erwischte sie nicht. Gott, das ist schwierig. Diese scheiß Bewegungssteuerung, echt! Es ist jedes Mal das Gleiche. Tja, dann. Ah! Es ist so nervig! Es ist unglaublich nervig! Das gibt's ja nicht! So, jetzt passt's aber langsam. So, jetzt war's das dann hoffentlich. Oder gibt's da noch. Oh, da gibt's noch eine Brücke. Könnte gefährlich werden.
Aber es ist irgendwie mega lustig. Ah, das ist schon wieder. Dann fängt er auf einmal zu ziehen dann, wo nichts mehr ist. Ach du, echt. Und wenn man dann natürlich nach vor drückt, weil man will, dass das Pferd weiter rennt, dann zielt er nach oben, der Arsch. Wirklich. So. Jetzt aber. Ja. Ah. Steig bitte ab. Steig bitte ab. Das kann ja nicht so schwer sein. Bist du deppert, die Steuerung zwischendurch? Es ist so... Oh. Man geht jetzt mal davon aus, dass man ihr folgen muss. Ach, wie cool. Thelma, die hat sich ein bisschen verschaut in den Priester. Ja, dann holen wir uns jetzt mal die Wasserschuppe oder eine Wasserrüstung. Ich gehe mal von einer Wasserrüstung aus. Von unserer Sora-Königin da. Nach dem Cut.